Und die Symptome sind allgemein bekannt, aber die wenigsten schließen darauf, dass es was mit der falschen Kombination zu tun hat. Hi Leute, schönen guten Tag euch. Ich habe heute einen besonderen Gast hier, und zwar einen Carlos. Und wir wollten heute mal über das Thema der Lebensmittelkombination reden. Es ist einfach ein ja, sehr wichtiges Thema und Carlos hat sich damit schon seit längerem beschäftigt, hat dazu auch ja, Kurse gemacht und mit dem Bruno Weißbrot, der da explizit ja schon seit mittlerweile, ich glaube, über 20 Jahre, an die 20 Jahre Erfahrung hat. Und deshalb möchte ich mit ihm heute mal drüber reden, für wen das überhaupt ist, warum man das machen sollte, was man beachten kann und einfach nur mal euch so einen kleinen Einblick geben, weil ich es ja sonst immer nur so ein bisschen angeschnitten hatte. Genau, aber explizit, wenn ihr eben Probleme mit der Verdauung habt, deswegen wollte ich heute mal das Thema mit dem Carlos ansprechen. Und ja, gleich zu Beginn mal, Carlos, ja, wem würdest du das überhaupt empfehlen, darauf zu achten oder warum? Ja, hallo Tobias. Erstmal hallo hier an alle Zuschauer. Freue mich sehr, dass du mich zum Interview eingeladen hast. Danke dafür. Und ja, wie du schon angesprochen hast, beschäftigen wir uns schon seit längerem mit dem Thema Lebensmittelkombination aufgrund unserer Ernährungsumstellung auf Rohkost oder zumindest vegan. Also wir sind Veganer, ernähren uns vegan mit einem sehr großen Rohkostanteil. So ist es eigentlich präzise ausgedrückt. Und bei dieser Umstellung haben wir immer wieder gemerkt, dass eben dass einige Rezepte, Gerichte, die man im Internet und überall so findet, dass die nicht so richtig gut funktionieren, dass wir Bauchschmerzen bekommen haben, dass wir Blähungen bekommen haben, dass wir teilweise Durchfall bekommen haben oder es ging uns nicht so richtig gut oder andere Symptome. Und dem sind wir nachgegangen, weil wir nicht so genau wussten, was ist denn jetzt eigentlich los hier? Und sind damit eben auch auf die Kombination der Lebensmittel gekommen, die eben sehr wichtig ist, deswegen sehr wichtig ist, weil nicht jedes Lebensmittel mit einem anderen gut harmoniert. Und das heißt, im Magen eben komische chemische Reaktionen entstehen können. Und dem sind wir einfach mal nachgegangen, um einfach zu gucken, ja, welche Lebensmittel passen denn jetzt zueinander? Und was kann man denn jetzt zusammen essen? Was ist denn gut für den Körper? Und wo sollte man denn besser mal ein bisschen aufpassen? Und das ist das Thema, womit wir uns beschäftigt haben. Und uns ist aufgefallen, dass das Thema Lebensmittelkombination nicht nur auf die Rohköstler und die Veganer bezogen ist, sondern dass es praktisch jeden Mensch betrifft, der irgendwie mehrere Dinge gleichzeitig zusammen isst. Und deswegen ist es eben auch, finde ich, so wichtig, dass jeder auch mal schon mal was davon gehört hat. Ja, das fand ich eben auch so interessant und fand ich auch schön, dass ihr das dann mit anschneidet, auch wenn ihr ja selber dann nicht mehr Fleisch esst und so weiter, dass das mit drinnen ist und explizit auch ja das ganze Thema, das ist eben für jeden wichtig. Und gerade besonders ja für Leute, die noch Fleisch, tierische Produkte essen, gerade da sind die Verdauungszeiten ja noch länger und dann sind die Kombinationen, die man da ja zu sich nimmt, ja im Prinzip noch wichtiger. Also sowas Typisches wie ja, Früchte als Nachspeise zu essen, was in Deutschland ja sehr häufig passiert, ist natürlich nicht so toll. Und gerade eben dann bei Fleischessern noch mal relevanter. Genau. Und ja, was würdest du da also am Anfang, so für jemanden, der da so einsteigt, ja, empfehlen, nur so vom Grundprinzip, was man als erste Regel vielleicht mal beachten kann, genau, um gleich mal konkret zu werden? Ja, also das Thema Verdauungszeiten ist eines der Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Also das geht einfach darum, dass wir einen Darm oder ein Verdauungssystem haben, was eben nur nacheinander die Mahlzeiten abarbeiten kann. Also ich denke, jedem ist bekannt, dass das Verdauungssystem im Mund anfängt, dann über die Speiseröhre in den Magen geht, dann haben wir einen Verdauungstrakt, Dünndarm, Dickdarm und dann geht es hinten wieder raus. Und dort gibt es jetzt keine Nebenräume, wo dann nur die Banane verarbeitet wird oder dann nur das Steak oder nur das Stück Brot, sondern das wird halt alles im Mund zerkaut. Dann hat man so eine breiige Masse und dann muss das eben im Magen von den Verdauungssäften und im Darm von den Enzymen und so weiter verdaut werden. Und du hast es schon angesprochen, nicht jedes Lebensmittel oder nicht die Lebensmittel haben unterschiedliche Verdauungszeiten. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich esse zum Frühstück eine Melone, die ist ungefähr eine halbe Stunde, ist die verdaut, dann bekomme ich wieder Hunger.
wenn ich daran denke, wie lange es ein Schnitzel oder eine Roulade gedauert hat, da bin ich ungefähr 4 bis 5 Stunden satt von. Na, und jetzt stellt man sich mal vor, dass diese beiden Lebensmittel gleichzeitig im Darm gleichzeitig gegessen werden, wie zum Beispiel gibt es so dieses Melone mit Speckmantel. Ne, das ist so dieses ganz typische Gourmet-Rezept, was ja gerne verwendet wird, was wahrscheinlich oder was ja richtigerweise wirklich sehr lecker ist, weil die Kombination aus Fett mit Süßen und Herzhaft ist wirklich delikat. Für den Magen ist das aber genau die schlimmste Mischung, die man ihm anbieten kann, weil damit eben eine schnell verdauliche Lebensmittel, die Melone, eben zugeführt wird, die außerdem noch nicht mal an der gleichen Stelle verdaut wird wie das Fleisch, weil Kohlenhydrate werden im Mund und im Dünndarm und im Zweifingerdarm verdaut, nicht im Magen. Und das Fleisch wird ausschließlich im Magen zersetzt, ne, durch die Pepsinogene und durch die Enzyme, die dort produziert werden. Und wenn man diese Kombination zu sich nimmt, hat man den Effekt, dass die Melone ungefähr nach einer halben Stunde eben fertig verdaut ist und das Fleisch noch nicht mal ansatzweise verdaut wurde. Das heißt, die Melone geht dann nicht in Wartezustand, sondern für die geht der Prozess einfach weiter. Und nach der Verdauung kommt dann eben die Gärung. Also das heißt, wenn dann Zucker drin ist, dann wird da eben, dann kommt es eben dort zu Gärprozessen. Und in Verbindung mit tierischen Proteinen, und das ist eigentlich so der Super-GAU, entstehen sogar karzinogene Stoffe. Und das habe ich in einigen Ärzte oder einigen Büchern auch gelesen von Ärzten, die das eben auch untersucht haben, dass diese Kombination Zucker und Obst, Säuren mit tierischen Proteinen eben zu solchen karzinogenen Stoffen führen können, weil dort eben auch, wie zum Beispiel Ammoniak entsteht, also auch verschiedene giftige Gase. Und die wiederum führen eben dazu, dass unser Darm nicht nur durch solche giftigen Stoffe belastet wird, sondern dass der Magen irgendwann das Problem hat, okay, was lasse ich denn jetzt als erstes in den Dünndarm ab? Das heißt, lasse ich jetzt diese gegärte Masse ab, die eben schon überreif ist, oder lasse ich jetzt das halb verdaute Fleisch in den Dünndarm? Und beides ist nicht gut für den Darm, ne? Weil die vergärten Fuselalkohole, die durch Gärung entstehen, die belasten die Leber, die belasten natürlich auch die ganzen Darmwände. Und die unverdauten Eiweiße, die sind natürlich auch noch nicht fertig, dass die dann einfach im Darm liegen und dann wieder weiterverdauen werden, sondern die fangen dann an zu verfaulen und zu verwesen. Also die gehen in den Verwesungsprozess. Und was beim Verwesungsprozess abgeht, kann man sich ja ungefähr vorstellen. Und das ist das, was dann in uns passiert und was halt auch den Darm dauerhaft, wenn das täglich mehrfach passiert, immer wieder belastet, immer wieder eben auch Stoffwechselendprodukte hinterlässt. Und die natürlich, wenn man sich mal vorstellt, man macht das 20 Jahre und haut sich da eben alles so rein, was da gerade kommt, und achtet überhaupt nicht drauf, dann entsteht dort ein Biofilm oder eine Darmflora, die eben nicht mehr optimal ist für Lebensmittel, die halt einfach belastet ist von verschiedenen Pilzen, von verschiedenen Fäulnisbakterien, und die dann natürlich entsprechend seine Auswirkungen auch auf den Körper hat, weil die natürlich auch Stoffwechselendprodukte hinterlassen. Und wenn man weiß, dass man mit solchen der Darmflora in Symbiose leben kann, dann weiß man auch, dass die dann einen gut tut. Aber wenn es die falsche Darmflora ist, dann lebt man nicht mehr in Symbiose, weil dann kompostieren die uns, ne? Ja. mit ihren schädlichen Stoffwechselendprodukten. Und das ist so die grobe Herleitung von dem, was eben in uns passiert, wenn wir die Lebensmittelkombination völlig außer Acht lassen. Ja. Und ja, was hast du denn so für Beispiele, wenn man jetzt so als Normalbürger oder auch wenn man sich schon ein bisschen pflanzlicher ernährt, so diese Worst-Case-Fälle, die da immer wieder vorkommen an Kombinationen, wo man zumindest mal die Zuschauer weitergeben kann, dass man sowas, wie ich ja schon angeschnitten hatte, dass man vielleicht das Dessert danach weglässt, sondern eher davor das Süße isst, Obst, Früchte. Ja, also was gibt es denn da noch für Beispiele oder wie hältst du es mit Trinken auch? Vielleicht als Tipp oder die schlechtesten Fälle, die man vielleicht vermeiden sollte, weil das sind die uns täglich wiederkehren beim Einkaufen, beim Essen gehen. Wie du schon angesprochen hast, das Dessert nach dem Essen ist natürlich kontraproduktiv, weil in Verbindung mit einem schwer verdaulichen Lebensmittel und dann eben schnell verdauliche Speise hinterher kommt es zu dem Problem, die ich gerade angeschnitten habe.
dann gibt es natürlich diese Kombination überall. Also es ist jetzt das Fleisch mit dem Kompott, ist jetzt so ein Bild, was man vor sich hat, wenn man an tierische Komponenten mit Zucker denkt. Wenn ich jetzt an die ganzen Frucht- oder Früchte-Joghurts denke, die im Kühlregal stehen, habe ich genau dieselbe Kombination. Und wenn der Früchtejoghurt zum Frühstück eben so der Standard ist, dann habe ich jeden Früh genau die schlechteste Kombination von allen, die man sich eben geben kann. Dasselbe ist bei den Müsli, bei Menschen, die eben gerne Müslis essen. Und so ein Müsli hat ja den Ruf, ein sehr gesundes Lebensmittel zu sein oder ein sehr gesundes Gericht, was prinzipiell auch stimmt, wenn man die Kombination beachtet. Weil hier muss man eben sagen, hier kommen im schlechtesten Fall so ziemlich alle Lebensmittelgruppen zusammen, die man sich vorstellen kann. Das heißt, wir haben auf der einen Seite meistens Obst. Also wenn man gut ist, hat man getrocknetes Obst. Wenn man es besonders gut meint, hat man vielleicht frisches Obst dabei, was aber so die schlechteste Kombination ist, die man machen kann. In Verbindung mit frischer Milch, also tierische Komponente, oder eben Joghurt oder Quark, wo man genau dasselbe wieder hat. Und wenn dann eben noch die Getreidevarianten dazukommen, also stärkehaltige Produkte, die je nachdem, was eben jetzt beinhaltet ist, das können ja Haferflocken sein, das können Weizenflocken sein, das können Cornflakes sein, das können ja viele Sachen sein, oder da noch Nüsse dazukommen, die dann noch mal länger dauern in der Verdauung, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was man aus so einem Müsli machen kann. Ne? Wenn ein Müsli einfach gehalten ist, ne, wirklich mit vielleicht einer Hafermilch und ein paar Haferflocken und ein paar Cornflakes dazu, dann ist das eine relativ homogene Masse, weil das sind Dinge, die ähnlich sind und die passen gut zusammen. Wenn ich aber dann dieses Müsli, was ich gerade beschrieben habe, verwende, dann ist das wieder Früchte mit tierischen Proteinen und Getreiden und dann vielleicht noch schwer verdaulichen Fetten. Mhm. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn ich so Müsli gegessen habe, hatte ich mindestens oder spätestens eine halbe Stunde danach irgendwie Magendrücken und hatte heftige Blähungen. Ja, und das ist eben auch nochmal ein deutliches Zeichen dafür, zumindest was die Blähungen betrifft, wenn die sehr stark riechen, dass dort eben giftige Substanzen entstehen. Ja? Und es gibt ja auch Blähungen, die ziehen einfach wie ein Wind raus und da riecht man fast nichts. Da wird dann eben nur CO2 produziert. Es gibt einige Mischungen, die das tun. Ja, wodurch entstehen die? Oder wann entstehen die? Ja, das sind verschiedene Lebensmittel, die man eben miteinander, also zum Beispiel Xylit, Xylit produziert bei Einnahme eben zum Beispiel CO2. Ja. Ja. Kommt aber dann auch wieder drauf an, wie die Darmflora gestaltet ist. Also wenn ich jetzt eine Darmflora entwickelt habe im Laufe der Zeit, die eben sehr parasitenhaltig ist, die vielleicht noch Speisereste von vielen unverdauten Leben oder Gerichten eben beinhaltet und dann kommen andere Lebensmittel dazu, die wiederum damit reagieren. Dann kann man natürlich schlecht sagen, okay, jetzt hier entsteht nur CO2 oder jetzt hier entsteht eben Ammoniak oder irgendein Schwefeloxid oder was weiß ich. Sondern dann ist es ja individuell. Und da muss man einfach mal mit seiner Nase schnuppern, was da hinten rauskommt. Und wenn das eben unangenehm ist, dann kann man sich vorstellen, okay, hier sollte man vielleicht mal eine Darmreinigung machen oder hier sollte man vielleicht mal eine Fastenkur machen, um dieses Milieu dort wieder in Einklang zu bringen. Und dann mit der richtigen Lebensmittelkombination eben dauerhaft ein gutes Milieu und eine gute Darmflora eben aufzubauen. Und das ist an sich das, wo wir eben zusammen mit unseren Teilnehmern auch hingehen, dass das Verständnis dafür da ist, dass sie sich mit ihrem Essen nicht mehr zumüllen. Und das ist ja an sich das, was passiert. Also der tolle Geschmack ist das eine, das, was am Ende eben übrig bleibt, ist das andere. Und wir kümmern uns um das, was übrig bleibt, nämlich um den ganzen Stoffwechselmüll, der eben den Darm zu betoniert mit irgendwelchen Stoffwechsel- oder unverdauten Lebensmitteln oder eben auch entzündungsfördernden Lebensmitteln oder Verdauungsresten, die eben im Darm so vor sich hin faulen und oxidieren und die dann eben den Darm auch löchrig machen. Also auch dieses Leaky Gut-Syndrom zum Beispiel ist sehr eng damit verbunden, dass eben Lebensmittel nicht richtig gegessen werden, nicht richtig kombiniert werden, unverdaut in den Dünndarm gelangen und dann dort anfangen, eben diese Darmwände zu entzünden. Und dann wundern sich die Menschen, wenn sie nach 20 Jahren Vollkost mit einem plötzlichen Heuschnupfen bekommen, weil der Heuschnupfen ist praktisch ja nur eine allergische Reaktion auf das, was vorher mit der falschen Kombination hervorgerufen wurde oder ausgelöst wurde, nämlich, dass der Darm löchrig wird und unverdaute Eiweiße ins Blut gelangen können, worauf dann der Körper am Anfang mit Fresszellen reagiert. Aber wenn das häufiger und immer stärker passiert, dann reagiert er allergisch
auf Eiweiße, auf tierische und auf alle Eiweiße. Und wenn dann so eine harmlose Polle kommt, dann dreht er natürlich durch und denkt, jetzt hier ist Worst Case. Und das ist dann eben die Autoimmunerkrankung, die man sich durch die falsche Kombination selbst ins Haus geholt hat. Ja, ja, es ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema. Es geht auch so tief wie dieser ganze Ernährungsprozess, wo man dann eben auch das Milieu im Darm wieder reinigt. Und ja, ich finde es ja schön, dass ihr euch ja das so ausgiebig angeschaut habt, das Thema, und da wirklich so umfassend ja drüber berichtet auch, weil es ja wirklich so tiefgreifend. Du hast ja jetzt nur mal angeschnitten, wie weit geht denn das eben dann ja von den Kombinationen? Ich hatte auch schon mal in euren Kurs reingeschnuppert, das ist ja wirklich es ist so komplex dann, wenn man eben noch auf dem Punkt ist, dass man da so viel Lebensmittel hat, was man da beachten kann. Genau, und noch nicht bei so einer Einfachheit eben ist. Und wenn man eben bei so einer Einfachheit noch nicht ist im Essen, dass man möglichst einfach isst und nur irgendwie 2-3 Sachen mischt, dann ist das eben besonders wichtig. Ja. Ja, vielleicht mal auf die Themen, die du im Kurs auch gesehen hast. Das klingt jetzt, wenn man das so erzählt, dann klingt das wie eine Wissenschaft für sich. Und es ist am Anfang auch, es ist ein anderes Ernährungskonzept, das muss man sagen. Ne? Also es ist, das Tolle daran ist, man kann alles weiter essen. Man kann bei seiner Ernährung bleiben. Man kann sie weiter so vollziehen, wie man es eben gewohnt ist. Mit dem Vorteil, wenn man dieses Konzept anwendet, dass man eben die Kombination und die Reihenfolge so wählt, dass sie einfach vom Organismus viel, viel besser optimierter verdaut werden kann, viel effektiver, vollständiger, ohne dass es eben zu diesen chemischen Reaktionen kommt, zu diesen gefährlichen chemischen Reaktionen. Und der Einstieg ist eben der, dass man erstmal überhaupt für sich bemerkt, ob ich denn überhaupt mit falschen Kombinationen in Verbindung stehe, dass man die Symptome kennenlernt. Und die Symptome sind allgemein bekannt, aber die wenigsten schließen darauf, dass es was mit der falschen Kombination zu tun hat. Wie zum Beispiel die Bauchschmerzen, die Blähungen, die hatten wir jetzt schon angesprochen. Das nächste ist, was sehr oft passiert, eine starke Müdigkeit nach dem Essen. Ne, dass man eben so runterfährt. Ich meine, ich lege mich Mittag auch gerne hin, weil man hat auch so seine Wachzeiten. Jeder ist da unterschiedlich individuell. Aber wenn ich merke, dass ich nach dem Essen so richtig mich mit der Kopf auf die Tastatur knallt, dann weiß ich, okay, also irgendwie hört man etwas falsch, wenn man dann eine Kaffee braucht, um wieder hochzukommen. Dann gibt es aber auch noch andere Symptome, wie zum Beispiel schlechte Haut. Ne? Schlechte Haut ist so ein Entgiftungsprozess, wenn man merkt, okay, ich habe überall Pickel im Gesicht oder auf dem Rücken und sonst wo, dann kann es ein deutliches Zeichen dafür sein. Sodbrennen ist ein ganz deutliches Zeichen. Magendruck, Darmentzündung, ganz deutliches Zeichen. Oder auch Kopfschmerzen. Übergewicht zum Beispiel, ne, falsche Kombination, führen auch zu mehr, zu einem höheren Insulinausstoß, zu einer höheren Blutzuckerwirkung als normale, einfache Kombination. Und wenn man diese Symptome so ein bisschen im Auge hat und sich bewusst ist, okay, ich habe mit falschen Lebensmittelkombinationen zu tun, dann haben wir eben dafür zwei Kurse entwickelt. Der eine ist eben ganz einfach gestrickt für die Anfänger, die einfach mal gucken, okay, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Blumenkohl und einem Apfel? Ne? Wo muss ich denn da jetzt drauf achten? Ne? Und in dem Grundkurs arbeiten wir halt so, dass wir erstmal klären, wie funktioniert denn überhaupt das Verdauungssystem? Wie sind die Zusammenhänge einfach erklärt? Und dann arbeiten wir dort mit 7 Lebensmittelgruppen, also das heißt, wir erklären erstmal den Unterschied zwischen Obst und Gemüse und Fetthaltigen und Stärke und so weiter. Und damit kann man mit diesen einfachen Regeln schon sehr, sehr viel ausrichten, um eben seine Ernährung zu optimieren und die richtig brutal schlechten Kombinationen wegzulassen. Ja, weil erstmal geht es ja darum, wirklich die wirklich schlimmen Dinge wegzulassen. Ist unsere Verbindung noch gut? Ich hatte gerade den Eindruck, dass es ein bisschen hakt. Nee, alles gut. Ja, bei mir geht's. Alles gut, okay. Und dann gibt es noch einen fortgeschrittenen Kurs und der ist dann für alle interessant, die halt dann natürlich noch weiter in das Thema einsteigen wollen. Und der ist auch im Zusammenhang mit dem Bruno Weißbrot entstanden, weil er eben 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet hat. Und dort gehen wir in die Tiefe und spalten diese 7 Lebensmittelgruppen, eben die Obst, Gemüse, Stärke und Proteine und was da alles so gibt, nochmal auf 24 Lebensmittelgruppen. Also das heißt, wir gehen nochmal rein und sagen, Obst besteht nicht nur aus Obst, sondern das sind alleine dort 6 Gruppen.
Also, dass man eben sagt, okay, es gibt saures Obst, es gibt süßes Obst, ne, und es gibt Beeren, und was für Eigenschaften haben die? Und wie sollte man die jetzt zum Beispiel mit Körnern aus der steigerhaltigen Gruppe kombinieren? Und dazu gibt es eine sehr große Tabelle, und diese Tabelle hat alle Lebensmittelgruppen miteinander verglichen, und dort kann man im Ampelsystem zum Beispiel sehen, okay, wenn ich jetzt, was weiß ich, Apfel mit Schnitzel essen möchte, dann kommt halt dort ein rotes X, was bedeutet, nicht so gut, solltest du vielleicht lieber lassen. Wenn ich halt gucke, okay, ich mache mir einen grünen Smoothie mit Sellerie und Gurke und einem Apfel dazu, dann ist es halt ein grüner Haken, und dann weiß ich, okay, das ist eine tolle Kombination. Und das ist eben so der Kern dieses Kurses, der aber alleine nicht berücksichtigt, welche Reihenfolge man jetzt essen soll. Und die Reihenfolge ist eben auch noch sehr essentiell. Man kann also so viele gute Kombinationen essen, wie man mag. Wenn man es falsch in der Reihenfolge isst, ist man auch wieder dort, dass eben die Dinge im Darm zusammenkommen und dann dort auch wieder Probleme machen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass man weiß, wie verarbeitet man die Lebensmittel, wie nimmt man sie zu sich, welche Reihenfolge ist da gut und ja, welche Rezepte vor allem. Ne? Wie sollen denn die Rezepte aussehen? Und da gehen wir halt auch nochmal detailliert drauf ein in den Kursen. Im Grundkurs gibt es so die ersten 3 Rezepte für jede Tageszeit, Frühstück, Mittag, Abendessen und Abendessen mit Snacks und so weiter. Und im großen Kurs gibt es dann, ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei 180 verschiedenen Rezepten, auch für Menschen, die eben Fleisch gerne essen, mit Empfehlungen, wann sie eben die Proteine essen sollten oder nicht. Und das ist schon relativ umfangreich. Und für die, die es richtig bequem haben möchten und gar nichts drüber nachdenken, gibt es auch eine App, und die ist Bestandteil dieses fortgeschrittenen Kurses. Und da kann man eben seine Rezepte direkt prüfen und gibt halt ein Kartoffeln mit Schnitzel und Blumenkohl und dann spuckt halt die App aus, Top Hop oder geht vielleicht so. Ne? Und das sind so die, das ist das, was wir jetzt eben vorbereitet haben in den letzten 2 Jahren. Also steckt auch sehr viel Arbeit dahinter. Und das ist eben das, was die Teilnehmer dort lernen. Und wir nehmen sie eben auch monatlich in Webinaren mit, wo man dann live Fragen stellen kann an uns und dann eben so seine individuellen Problemchen nochmal aufschaltet. Und das wird eben sehr gut angenommen und der positive Effekt ist eben, dass die Menschen sehr schnell merken, dass sie eben eine sehr ruhigere Verdauung bekommen, dass die Blähungen deutlich nachlassen, dass sie ein sehr waches Gefühl bekommen, dass sie auch leichter werden, dass sie ihre Über- oder Untergewichtsprobleme in den Griff bekommen und dass sich ganz einfach die Verdauung und auch diese Heißhungerattacken und alles, was da eben so, was man eben so hat, ne, als Normalesser, dass das so in Hintergrund tritt und man dann eben auch mehr Energie für andere Sachen hat. Ja, das finde ich auch sehr schön, dass das dieses Thema nochmal so für sich steht, egal an welchem Punkt man eben steht, weil ich gehe immer sehr viel auf die Reinigung vom Körper drauf ein und viele gehen dann sehr schnell in so einen Reinigungsprozess rein, essen zu schnell, ja, zu gut, sage ich jetzt mal, wo einfach zu starke Entgiftungssymptome ausgelöst werden. Und so hat man wirklich die Möglichkeit, erstmal bei der Stufe zu bleiben, die zu optimieren von den Kombinationen her. Ja, was einfach eine wunderschöne Möglichkeit dann ist. Genau. Und ja, vielleicht um das kurz noch hinzuzufügen, weil du das auch gesagt hast mit der Reinigung. Es gibt auch eben mit der Kombination, mit dieser Reihenfolge die Möglichkeit, so ein intermittierendes Fasten zum Beispiel zu machen. Also das heißt, wenn man eben eine gewisse Kombination und gewisse Essensgewohnheit sich angewöhnt, eben auch mit den richtigen Lebensmitteln, dann kann man auch den Körper dabei unterstützen, seine Entgiftungszeit. Also wir leben ja auch in so einem Biorhythmus. Und wenn man den kennt und weiß, okay, zum Frühstück bin ich hier in der Ausscheidungsphase, in der Nacht eher in der Regenerationsphase. Und es gibt dann noch so verschiedene andere Organe, die zu verschiedenen Zeiten ihre unterschiedlichen Höhepunkte haben, zum Beispiel in Produktion von Gallensäften oder Magensäure oder ähnliche Enzyme. Dann kann man eben die entsprechenden Lebensmittel, die durch diese Säfte verdaut werden, auch zunehmen zu dieser Zeit, zu sich nehmen und dann den Körper eben genau in diesen Hochphasen mit den Lebensmitteln bestücken. Dann kann er die optimal verdauen. Und natürlich auch das intermittierende Fasten kann man damit so ein bisschen praktizieren. Also das heißt, wenn man eben eine längere Zeit hat, wo man nichts isst und das in diese Zeit des Entgiftens, dieser Ausleitung mit den richtigen Lebensmitteln, der richtigen Kombination unterstützt, dann kommt man in so einen täglichen Prozess rein, dass man eben zum Beispiel vormittags entgiftet und nachmittags dann eben Lebensmittel zu sich nimmt, die dann wiederum für die Nährstoffaufnahme oder für die Eiweißaufnahme zuständig sind. Und das ist, wie du schon sagst, eine sehr tolle Möglichkeit, eben auch das in sein Leben zu integrieren, um eben dieses ständige Reinigen und wieder aufnehmen und wieder reinigen und wieder aufnehmen, so für sich als normal anzusehen. Ja,
Absolut, genau. Ja, super. Vielen Dank dir schon mal. Ich wollte heute dich nur noch mal fragen, auch noch abschließend, ja, wo man jetzt für jeden, der zuschaut, eben, wo man jetzt noch weitere Infos bekommt. Die Kurse, die werden wir mal unten drunter verlinken. Die stehen unter dem Video auf der Anfängerkurs und der fortgeschrittenen Kurse eben. Aber wenn ihr erstmal da einfach noch ein bisschen reinschnuppern wollt, ja, was es da noch gibt. Du hattest ja noch was, Carlos, von einem Webinar erzählt. Und kannst du da noch mal was zu sagen? Ja, gerne. Also wir haben eine Seite erstellt, die heißt Lebensmittelkombination.de und dort kann man gerne sich informieren über das Thema und dort findet man auch alle Kurse, die wir zurzeit anbieten. Es gibt einen E-Mail-Kurs, der ist kostenlos. Dort kann man sich darüber informieren, wie man falsche Lebensmittelkombinationen erkennt, welche Symptome eben da noch so im Körper auftauchen und wie man sich auch sensibilisieren kann, um eben auch für die Lebensmittelkombination empfänglich zu sein. Weil man darf nicht vergessen, wenn man, das ist so ähnlich wie wenn man einen Pullover anzieht und der kratzt dann überall am Hals und überall, dann merkt man das am Anfang. Und wenn man das eine Zeit lang dann trotzdem anhat, dann verliert sich dieses Gefühl. Und so ähnlich ist es auch im Darm. Wenn man die ganze Zeit eben Kaffee und süße Torte und Limonade und Bier und Alkohol und Fleisch und alles durcheinander isst, dann gibt natürlich der Darm irgendwann keine Rückmeldung mehr und sagt, okay, jetzt kommt halt einfach nur noch alles. Was will ich mich jetzt da noch äußern? Das passiert nichts. Das heißt, da wird unsensibel. Und wenn man eben das wieder merken und spüren möchte, muss man sich so ein bisschen sensibilisieren darauf. Und das kann man dort lernen im E-Mail-Kurs. Dann gibt es einen Grundkurs, den kann man dort finden und eben den fortgeschrittenen Kurs. Und die Webinare, dort tragt ihr euch oder wer das wissen möchte, der trägt sich am besten in unseren Newsletter ein bei www.diehochkostlinge.de. Das ist unser Hauptblog. Und wenn man sich dort einträgt, dann kriegt man immer die aktuellen Informationen zu Webinaren, die wir eben auch mit anderen Experten geführt haben, zu unterschiedlichen Themen, die eben auch mit der Lebensmittelkombination zu tun haben. Und es ist sehr spannend, dort eben auch herauszufinden und mal zu schauen, was es da sonst noch neben dem Entgiften und dem gesunden Darm noch so für Schnittmengen gibt. Und dort könnt ihr euch eben informieren oder eintragen und ihr kriegt dann immer die aktuellen Webinare eben von uns übermittelt und wir sagen dann ist das nächste Webinar, könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, genau, super. Und ja, wir wollten ja beide auch noch ein Webinar machen. Also wenn ihr daran interessiert seid, eben ein kostenloses, dann tragt euch einmal in den Newsletter bei Carlos ein und bei mir. Genau, den findet ihr auch auf meiner Webseite. Und ja, wenn euch das jetzt schon so angeschnitten habt und ihr sowieso schon so starke Probleme damit habt, dann eben erstmal ja, in den Kurs reinschauen. Also die Links sind alle unten drunter. Schaut da einfach in die Infobox, da steht alles. Ja, und dann, wie gesagt, vielen Dank dir, Carlos. Und dann sprechen wir uns bestimmt alle nochmal wieder. Und wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, dann kommentiert einfach unten drunter explizite Fragen. Was interessiert euch da? Beziehungsweise, wenn ihr auch noch Interesse habt bei anderen Aspekten dazu, alles was das Thema Lebensmittelkombination, Darmgesundheit angeht, dann ja, schreibt, was ihr da für Wünsche, Anregungen habt, was euch da auf dem Herzen liegt und dann können wir da ja auch noch mal gerne drauf eingehen. Und dann, Carlos, wie gesagt, vielen Dank dir und dann macht's gut und euch noch einen schönen Tag. Ciao. Dankeschön. Tschüss, macht's gut.